Boxen 250 Euro, Keyboard 190 Euro. Ich glaube, da kommt einiges zusammen. Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich befinde mich natürlich wieder in meinem wunderschönen Reich, in meinem Studio. Und wie ihr wahrscheinlich im Titel schon lesen konntet, geht es heute mal um das Thema Geld. Und zwar wollte ich mal mit euch zusammen in dem Video schauen oder generell mal in dem Video zeigen, wie viel Geld ich bis jetzt, Stand 2019, also wir haben jetzt Januar 2019, wie viel Geld ich jetzt ausgegeben habe für mein Studio. Das heißt nicht hinten für den DJ-Controller oder so, sondern rein um das Studio, also hier komplett dieses ganze Equip. Das Problem ist nur, ihr wisst ja, wenn es ums Thema Geld geht, gibt es halt immer wieder Leute, die sagen, ja, es ist alles fake und das kriegst du alles geschenkt und so weiter. Und ich habe halt echt lange überlegt, ob ich so ein Video drehen soll, ob ich sowas veröffentlichen soll. Aber ich habe Bock drauf, ich will selber schauen, was ich bis jetzt ausgegeben habe, weil ich glaube, da kommt eine ganze Menge zusammen. Ja, das werdet ihr auf jeden Fall in dem Video sehen. Ich werde mit euch jedes einzelne Produkt durchgehen, was das halt gekostet hat. Und dann schauen wir einfach mal am Schluss des Videos, was ich denn insgesamt ausgegeben habe. Weil wie schon gesagt, ich glaube, das wird echt ein Batzen Geld. Und vorab, ich sage euch das jetzt schon, ich habe mir alles selber gekauft. Ich habe selbst dafür hart gearbeitet, ich habe mir vieles zusammengespart, dass ich mir das hier leisten konnte. Die Preise werden auch ein bisschen variieren, weil manche habe ich gebraucht gekauft, manche sind halt neuwertig. Ich gehe aber jetzt nur von dem Neupreis aus, das heißt, ich werde halt vielleicht ein paar hundert Euro drunter oder drüber legen, beziehungsweise eigentlich nur drunter. Aber ich würde sagen, es wird ein cooles und unterhaltsames Video. Ich schnack jetzt nicht lang rum, sondern trink noch einen Schluck Kaffee und dann starten wir. So, ich hoffe auch, dass es mit der Belichtung einigermaßen passt. Ich habe mir jetzt hier auf meinem Handy eine kleine Liste mal zusammengeschrieben, damit ich einen Überblick habe, beziehungsweise ich habe mir die Preise halt schon im Vorderrhein schon rausgesucht, was das gekostet hat. Also wie gesagt, die Preise können variieren, weil manche Sachen halt gebraucht waren oder günstiger waren oder im Angebot waren. Deswegen nimmt es mir das nicht übel, wenn es jetzt ein bisschen teurer wird, weil ich habe es halt ein bisschen aufgerundet und halt den Neupreis genommen. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Ja, ich lege jetzt auf jeden Fall mein Handy mal auf die Seite und wir fangen an mit dem wichtigsten und dem schönsten Teil, meiner Meinung nach. Da habe ich lange drauf gewartet und zwar sind das diese guten Boxen hier. Und zwar sind es, ich habe euch ja in dem Video schon mal erklärt, was ich hier alles benutze. Ja, auf jeden Fall sind es die KRK 6 G3, das heißt dritte Version von der sechsten Version, glaube ich, sagt man so. Da hat das Stück, muss ich jetzt kurz auf meinem Handy schauen, ein Stück kostet da Neupreis auf Thomann 125 Euro. Das heißt, ich brauche natürlich zwei Stück. Sind wir schon mal bei 250 Euro. Am Schluss des Videos werde ich euch natürlich den Endbetrag einblenden. Und ich will selber halt, wie gesagt, schauen, was ich da an Geld schon reingesteckt habe. So, also Boxen haben wir, jeweils 125 Euro. Dazu braucht man natürlich, braucht man jetzt eigentlich nicht unbedingt, man könnte die auch auf den Tisch stellen, aber ich habe mir halt damals, vielleicht kann man es hier sehen, so Monitorständer nennen sich die, dazu gekauft. Da habe ich aufgeschrieben 50 Euro für beide und ich fand die halt optisch auch ziemlich geil. Ich kann die euch mal kurz zeigen. Ja, ist halt so eine Dreiecksform und ich finde die halt optisch auch ein bisschen schön. Das heißt, gut, 50 Euro hin oder her. Es gab zwar welche für 30 Euro, aber die waren lang nicht so schön. Ja, die Monitorständer, die bestehen halt aus Aluminium und ich finde die halt optisch auch wunderschön. Deswegen habe ich mir die damals gekauft. Und jetzt muss ich kurz mein Handy wieder anmachen. So, zum nächsten kommen wir zum Keyboard. Braucht man natürlich auch zu produzieren. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Ich benutze das M-Audio. Hier sieht man es auch nochmal. Gut, ist schon ein bisschen verstaubt. Nennt sich Oxygen 61. 61 bedeutet 61 Tasten. Ich habe mir dazu, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr produziert und ihr zum Beispiel kein Keyboard spielen könnt. Es gibt sogenannte Oktavenaufkleber, das heißt, ihr habt hier, oder Notenaufkleber, genau, die könnt ihr euch hier auf die Tasten kleben und könnt halt einfacher damit arbeiten. Das Keyboard hat Neupreis gehabt, 190 Euro. Ich habe es damals, glaube ich, im Angebot gekauft für 169. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal vom Neupreis aus. Und genau, dann gehen wir weiter zum Wichtigsten. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, Leute. Ich habe nämlich noch ein bisschen weiter gemacht von den Absorbern hier. Und zwar, haltet euch fest, ich finde sie richtig geil.
Und da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Und zwar, diese Reihe kennt ihr ja schon. Die habe ich letztes Mal mit euch zusammen hingebaut, hingeklebt. Und ich habe jetzt hier einfach noch 3 Stück auf der Seite hingeklebt und 3 Stück hier auf der Seite hingeklebt. Und ich habe mir überlegt, dass ich nebendran einfach hier an der Seite auch nochmal schwarze Absorber mir kaufen werde und die dann auch noch hinklebt. Dann habe ich halt so ein U-Muster noch mit drin und ich glaube, das sieht schon richtig fett aus. Und dazu hatte ich noch welche übrig, die habe ich dann einfach hier noch mit hingeklebt und hier. Und ich finde es halt optisch viel, viel schöner. Ja, ich habe mir das mal zusammengerechnet und ich habe insgesamt 3 Packungen à 16 Stück gekauft. Da sind wir aufgerundet bei 130 Euro. Ist schon eine Menge Geld für Absorber, aber ich finde, optisch macht es auf jeden Fall was her. So, dann gehen wir zum, ja, wichtigsten oder zum Herzstück, sage ich mal, zu meinem PC. Ich habe euch ja in einem Video erklärt, ich habe den damals mir selber zusammenbauen lassen, weil ich mich halt einfach zu wenig damit auskenne und viele einfach gesagt haben, bau dir das lieber zusammen. Erstens kannst du damit Geld sparen und zweitens kriegst du viel, viel bessere Komponenten in dem PC, als wie wenn du den fertig kaufst. Und ich habe damals, lasst mich überlegen, 900 Euro gezahlt. Wie gesagt, was da alles verbaut ist, keine Ahnung, das hat ein Kollege von mir gemacht. Aber 900 Euro war schon Batzen Geld. Gut, jetzt wird er nicht mehr so viel wert sein und er läuft noch. Ja, vielleicht werde ich mal upgraden, ich weiß es nicht. Dann kommen wir zu meinen Bildschirmen. Ich muss vorab sagen, es reicht auch ein Bildschirm, der, ja, man kann damit genauso produzieren. Ich habe mir halt einfach noch einen zweiten zugelegt, den kennst du ja schon, meinen 32 Zoll Samsung Curved Monitor, einfach um schneller zu arbeiten, einfacher zu arbeiten und eine bessere Übersicht zu haben. Und jetzt muss ich wieder auf mein Handy kurz schauen. Ich habe für den 27 Zoll, also diesen hier von Samsung, habe ich, lass mich überlegen, 120 Euro gezahlt. Geht eigentlich vom Preis. Also ich glaube 120 waren es. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber so grob 120, 130 Euro. Ja, ich habe heute jetzt auch nochmal auf Amazon geschaut und habe mal den Preis mit dem 32 Zoll Monitor verglichen. Also diesen hier, den kennt ihr ja schon. Da habe ich ja ein Unboxing mit euch gemacht. Und der kostet, original, haltet euch fest, auf Amazon Neupreis 370 Euro. Ich glaube, ich habe unter 200 gezahlt. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ich habe ja gesagt, ich werde die Neupreise nehmen. Ja, die Preise können sich halt abweichen. Ja, dann kommen wir mal zur Maus und Tastatur. Ich glaube, ich habe für beides, also ich habe einmal die Skiller Pro. Mein Gott, ist das alles verstaubt hier. Genau, einmal die Skiller Pro Tastatur. Das ist eigentlich so eine Gaming-Tastatur. Aber es reicht mir auch zum, ja, Musik machen und eine, Moment, Custom Gaming Maus von Zelotes oder wie man die ausspricht. Ja, ich habe, glaube ich, für beides ungefähr 45 Euro gezahlt, aber die habe ich schon ewig. Aber erfüllen bis jetzt noch ihren Zweck. Und dann kommen wir gleich mal weiter zum Interface. Das heißt, man braucht ja Boxen. Um Ton aus den Boxen zu bekommen, braucht man natürlich hier ein kleines Interface, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene. Ich habe das Focusrite Scarlett 2i4 nennt sich das. Ich habe damals gezahlt, wo steht es hier, 160 Euro Neupreis, auch auf Thomann gekauft. Mega zufrieden, mega geil, Verarbeitung super, habe ich euch aber auch in dem Video schon erklärt. So, dann kommen wir mal zu einem versteckten Teil. Da wird sich auch noch was tun, ich weiß noch nicht wann, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und zwar hier in dieser Ecke. Das ist ein Mikrofonhalter. Ja, das ist einfach so ein Schutz für das Mikrofon. Habe ich damals, mein Gott, mein Handy schaltet sich die ganze Zeit aus. Habe ich damals auch auf Amazon 50 Euro gezahlt. Ja, ich brauche natürlich dafür auch noch ein Mikrofon. Ich habe auch schon eins gefunden, aber das wird noch ein bisschen dauern. Genau, dann kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar das Musikprogramm. Ich benutze FL Studio. Ich habe euch ja die verschiedenen Produkte gezeigt von FL Studio. Und zwar habe ich mir damals FL Studio Producer Edition geholt für umgerechnet 195 Euro auf, wo habe ich das gekauft? FL Studio direkt, also von der Seite von Fruity Loops. Damit produziere ich ja schon jetzt mehrere Jahre. Klar, es gibt ja noch abgespeckte Versionen, also die Standardversion. Und dann gibt es natürlich auch die ultra teure Version für 300 Euro oder so. Ich habe auf jeden Fall die Producer Edition, mega zufrieden. Auf die Plugins werde ich jetzt nicht eingehen, die ich mir separat gekauft habe, wie zum Beispiel letztens das Master Plugin, also das Mastering Plugin von Isotope, sondern halt rein nur dieses Musikprogramm, 195 Euro
und kann ich jedem empfehlen, einsteigerfreundlich und man kann, wie gesagt, alles machen, was man will. So, dann kommen wir zum letzten, weil zum Beispiel Kabel oder so werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil gut, die kosten unterschiedlich, mal 2 Euro, sind halt dann billige, mal 10 Euro, mal 20 Euro. Aber wie gesagt, ich habe hier unten so viel Kabel, ich habe da eigentlich schon gar keinen Durchblick mehr, was ich mir damals da alles gekauft habe. Aber kommen wir jetzt noch zu den letzten, zu meinen Kopfhörern. Das sind extra Studio-Kopfhörer, die habe ich euch auch schon gezeigt. Ja, Superlux nennen sich die. Die habe ich mir auch damals bei Thomann gekauft. Und die haben, lasst mich überlegen, 19,99 €. Also 20 Euro gekostet. Genau, sonst Schreibtisch, ganz vergessen. Habe ich den aufgeschrieben? Ja, den habe ich sogar aufgeschrieben. Muss ich dazu sagen, es reicht ein stinknormaler Schreibtisch. Ich bin auch nicht mehr zufrieden mit dem. Ja, da wird auch noch was Neues kommen, aber das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Weil ich mir vor kurzem was gekauft habe, aber das zeige ich euch auch noch in einem anderen Video. Das war ein sehr langer Traum von mir, endlich mal sowas zu besitzen. Aber wie gesagt, dazu wird ein neues Video kommen. Ich habe hier einen Schreibtisch von... Wo habe ich mir den damals geholt? Ich glaube Amazon. Habe ich jetzt nochmal geschaut, 130 Euro. Aber wie gesagt, ihr könnt jeden Schreibtisch benutzen, weil ihr merkt schon hier bei mir, oder ihr seht es hier, der Platz wird langsam eng. Mein Monitor bzw. mein Bildschirm, der passt jetzt auch nicht mehr 1:1 auf den Tisch. Der zweite auch nicht, deswegen werde ich da auch ein bisschen upgraden. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil das, was ich mir vorgestellt habe, das wird ein bisschen teuer sein. Ja, sonst bin ich eigentlich durch. Wie so kleine Gadgets oder so will ich jetzt gar nicht eingehen, weil das ist einfach nur so, ja, so ein Nebeneffekt, sage ich mal. Ja, ich wollte euch einfach mal in dem Video zeigen, beziehungsweise auch mir selber zeigen, was ich denn ausgegeben habe. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal komplett zusammengerechnet. Also der Preis, wie gesagt, alles Neupreise gewesen. Und die Preise können variieren wegen Angebote oder sowas. Und ich habe ungefähr, Leute, haltet euch fest, ich war selbst überrascht, wie viel Geld ich hier reingesteckt habe. In, ich glaube, 3 Jahren war es jetzt, habe ich ungefähr 2.600 Euro ausgegeben. Das ist wirklich viel Geld. Wenn ich es überlege, 2.600 Euro, wie gesagt, der Preis kann abweichen, was man da sich alles leisten könnte oder kaufen könnte. Ich habe halt, wie gesagt, alles zusammengespart. Ich habe hart dafür gearbeitet, ich habe ein paar Nebenjobs gehabt. Ich habe mit der Musik ein bisschen was verdienen können, wie Auftritte. Ja, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gedacht habt, was das gekostet hätte. Und besitzt ihr selber ein Studio oder macht ihr selber Musik oder... ihr könnt es mir auch gerne per Instagram oder so mein Bild schicken von eurem Studio oder von eurem Setup. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gern wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Bis dahin und ciao.